Hallo Lieben, heute habe ich wieder eine Rezension für euch. Bravelands von Erin Hunter, und zwar der erste Band, Der Außenseiter. Das Buch kostet wie immer 14,95 € und hat 367 Seiten. Nein, 347 Seiten. Und in diesem Buch geht es darum, beziehungsweise es ist eine ganz neue Serie der Erin Hunter. Und in diesem Buch geht es diesmal um einen Löwen, einen Elefanten und einen Pavian, beziehungsweise die Herde der einzelnen Tiere und im Besonderen um einzelne Charaktere. Gibt es zum Beispiel den Löwen Heldenmut, der Pavian Dorn und die Elefantin Aurora. Als erstes erfährt man etwas über Heldenmut. Heldenmut wächst natürlich in einem Rudel auf mit seinem Vater, seiner Mutter und den ganzen anderen Löwinnen, seiner Schwester Wagemut. Und Heldenmut heißt zuerst, also bei den Löwen ist es so, dass sie, wenn sie noch Jungen sind und ihren Namen noch nicht haben, ebenso wie ihre Mutter heißen und dann eben zum Beispiel in diesem Fall Flinkjunges heißen. Und wenn sie dann ja ihre eigene Art herausfinden, beziehungsweise die Eltern ja diese Art oder den Charakterzug oder den, wie soll ich sagen, den die Art, wie sie eben handeln oder was sie besonders können, herausfinden, werden sie danach benannt. Und so bekommt eben Flinkjunges seinen Namen Heldenmut. Das Rudel wird schließlich angegriffen und bei den Löwen ist es auch so, dass das Rudel nach dem Löwen heißt, der das Rudel anführt. In diesem Fall heißt zum Beispiel dann Heldenmut Galantrudel, weil sein Vater Galant heißt. Und dieser Löwe wird eben von Titan, das ist ein rudelloser Löwe, angegriffen und getötet. Und die Titan übernimmt dann das Rudel und Heldenmut muss eben fliehen, da er sonst auch getötet wird. Und er flieht dann eben und landet ja in einem Adlernest. Und in diesem Adlernest wird er eben wach und stellt fest, dass er dann eben auf einem Baum ist und in diesem Nest sitzt, da ihn der Vogel nach oben gebracht hat, um ihn wahrscheinlich zu essen. Und Heldenmut flieht dann auch von diesem Baum und trifft auf einen Pavian. Und dieser Pavian heißt Stachel. Und Stachel nimmt ihn mit zu zu seiner Herde. Nein, das heißt, glaube ich, auch Rudel. Und dann wächst der Löwe eben bei den Pavianen auf. Da treffen wir dann auch schon auf Dorn. Bei den Pavianen ist es so, die haben auch verschiedene Ränge, wie es auch, glaube ich, bei den Pavianen in echt ist, dass die eben so Rangkämpfe haben, um eben ja im Rang höher zu steigen bzw. zu sinken und dann eben ihren Platz haben. Und in diesem Fall ist es so, dass die Paviane drei Prüfungen bestehen müssen, um dann eben zum Hochblatt zu werden und eben einen höheren Rang zu erhalten. Und als erstes, beziehungsweise wenn eben diese Paviane geboren werden und dann in das Alter kommen, wo sie diese Prüfungen machen können, sind sie zuerst Tiefwurz, dann Tiefblatt, dann Mittelblatt und eben Hochblatt. Und da gibt es noch zwei weitere Ränge, eben wenn sie dann zum Anführer werden, beziehungsweise zum Wahrsager und Heiler des Clans, nein, nicht Clan, das war Warrior Kids, des Rudels. Und Dorn und Matsch sind eben zwei Pavian-Teenies, die sich mit Heldenmut anfreunden. Und Stachel ist eben ein Hochblatt, welcher auch im Rat sitzt und ja eben sein eigenes kleines Rudel oder Gefolge hat, wo er eben Aufgaben verteilen kann. Und Heldenmut wächst eben sozusagen unter diesen ganzen Pavianen auf und hat immer Dorn und Matsch bei sich und versucht so gut wie es geht eben auch, ja, auch ein Pavian zu sein, auch wenn das natürlich nicht möglich ist. So versuchen eben alle drei diese Prüfungen zu bestehen, beziehungsweise
Heldenmut versucht es zwar, aber er darf nicht mitmachen, weil er eben kein Pavian ist. Ja, so versuchen eben zumindest mal die beiden eben ihre Ränge in den Rängen aufzusteigen, denn wenn man eben ein Tiefwurz ist, dann macht man eben allen Mist. Man muss die Nester der anderen ausräumen, die Hinterlassenschaften der anderen wegmachen, muss Essen servieren, beziehungsweise ja eigentlich nur den ganzen Mistkram machen. Und wenn man dann ein bisschen höher ist, darf man schon mehr machen, muss die anderen Sachen nicht mehr machen, das machen nur diese Tiefwurze. Und deswegen wollen natürlich alle Pavian zumindest mal einen Rang höher steigen, damit sie diesen den Mistkram nicht machen müssen. Dann gibt es noch, wie gesagt, die Elefantendame Aurora, wobei sie eigentlich noch ein Mädchen ist, beziehungsweise ein Jungtier. Und sie und ihre Herde sind eben auf Wanderschaft zum See, beziehungsweise zu dieser Trinkstelle. Und bei den Elefanten ist es so, beziehungsweise in diesem Fall ist es so, dass eine Elefantendame, eine Elefantenälteste, sage ich jetzt mal, die große Mutter ist. Und diese große Mutter ist sowas wie ein Ratgeber für alle Tiere, egal ob Fleisch oder Pflanzenfresser. Und in diesem Fall ist es eben ein Elefant. Es kann jedes Tier, eine große Mutter oder ein großer Vater werden, aber bisher waren es meistens Elefanten und so ist es auch dieses Mal. Es gibt zwar auch Tiere, gerade die Löwen, die nicht an diese große Mutter-Sache glauben oder auch an den großen Geist glauben und die haben eben ihre eigene Religion, sage ich jetzt mal, aber die meisten Tiere oder alle Tiere bis auf Nashörner, glaube ich, glauben eben an die große Mutter und suchen auch Rat bei ihr. Und das tun sie dann auf der großen Versammlung, welche an diesem See stattfindet, beziehungsweise ja an dieser Oase. Und dahin sind eben diese Elefanten und die Gazellen und Gnus eben unterwegs. Und auch Aurora mit ihrem kleinen Cousin Mond. Und ja, dadurch, dass das Ganze ja in einer Savanne spielt, sind alle Tiere durstig und alle Tiere ein bisschen krantig. Und so muss auch Großmutter schon unterwegs schlichten. Und Aurora erfährt so ein bisschen was über diese, ich nenne es mal Magie der großen Mutter. Und auch über ihre Güte und ihre Weisheit. Und alle Elefanten können aus den Knochen ihrer Vorfahren eben ja, deren Vergangenheit lesen und deren Geschichte eigentlich ja, erfahren oder lesen oder sich nochmal dran erinnern. Und so betreten sie auch zum Beispiel einen Elefantenfriedhof, wohin alle Elefanten gehen, wenn sie eben sterben oder im Sterben liegen. Und Aurora berührt eben den Knochen ihrer Mutter und statt dann eben in die Vergangenheit zu sehen, sieht sie eben in die Zukunft. Ich erwähne jetzt mal nicht, was sie sieht, denn das würde zu viel der Geschichte verraten, aber sie kann eben, oder sie sieht in die nahe Zukunft. Was natürlich im Moment keiner der Elefanten glauben mag, weil Elefanten nur in die Vergangenheit lesen können oder sehen können und auch eigentlich nur an ihre eigenen Knochen sehen können oder beziehungsweise nur Elefantenknochen sehen können, auch keine anderen Tierknochen. Also die große Mutter, das würde ich sagen, die große Mutter kann alle Tierknochen lesen, die sie bekommt. So ist es auch zum Beispiel, dass sie, wenn ein Mord geschehen ist zum Beispiel, also jetzt kein typisches Löwe frisst Gazelle-Ding, sondern wirklich ein Mord passiert ist, kann sie eben herausfinden, was passiert ist und wer daran schuld ist. Und deswegen bringen auch die Geier Knochen, von denen sie denken oder von denen sie wissen, die Geier können auch irgendwie spüren, wenn irgendwas falsch war an diesem Mord oder an diesem Tod des Tieres,
bringen sie die Knochen eben zu den zur großen Mutter. Und ja, so ist das Ganze ein Kreislauf. So treffen dann auch nach und nach alle drei Hauptcharaktere aufeinander. Natürlich Heldenmut und Doan treffen schon sehr früh aufeinander. Wobei dann auch Aurora so, ja, ziemlich mittig, sage ich jetzt mal einfach, dazu stößt. Und so treffen eben alle aufeinander und alles verstrickt sich auch miteinander. Und ja, von der Story her lasse ich das jetzt mal so stehen. Kommen wir jetzt mal zu meiner Bewertung. Als erstes haben wir wie immer das Cover, beziehungsweise wie zum zweiten Mal das Cover. Das Cover finde ich sehr, sehr hässlich. jetzt, wo ich es nochmal anschaue, es sieht eben sehr afrikanisch aus, das haben sie gut ausgewählt, aber es ist jetzt zum Vergleich, hier ist das Englische. Es ist wirklich sehr hässlich. Jetzt, wenn ich wirklich einen Vergleich hole, wenn ich das Buch so gesehen hätte und Erin Hunter nicht kennen würde und das Englische nicht gelesen hätte, ich würde es mir nicht kaufen. Also leider kein Punkt für das Cover. Der Schreibstil. Der Schreibstil war sehr schön, man konnte alles sehr gut lesen. Es war sehr spannend geschrieben, es war mal witzig geschrieben, also es war alles drin. Man konnte es auch gut und flüssig lesen, es ist schön groß geschrieben. Sie haben auch von der Seitengestaltung her das mit diesem Löwen, Elefanten und Pavianköpfen übernommen. Zwar ein bisschen kleiner, aber das ist ja eigentlich egal. Also dafür gibt es dann einen Punkt. Die Story. Die Story fand ich sehr, sehr, sehr cool, sehr spannend. Es gibt so viele neue Ideen. Also es ist was ganz anderes als Warrior Cats, was ganz anderes als Survivor Dogs und was ganz anderes als Seeker. Wobei bei Seekers ja auch diese verschiedenen Charaktere und verschiedenen Zonen vorkamen. Aber das hier ist nochmal was ganz anderes. es gibt so viele neue Völker bzw. Tierarten und alle haben ihre eigene Art, ihre eigene Religion, ja Religion nicht, aber ihre eigene Art der Kommunikation. Die Löwen haben ihr Rudel, heißen dann immer nach dem Rudel Anführer, also wie Heldenmut Gallantrudel. Sie leben an sich verschlossen. Die Paviane haben auch ihr eigenes Rudel oder Herde oder wie es auch immer heißt, wohnen zusammen als große Gruppe, haben einen Anführer, eine Heilerin, also eigentlich auch wie Warrior Cats, aber eben auch anders. Sie haben verschiedene Ränge, sie haben verschiedene Arten. Sie haben diese drei Prüfungen, um eben aufzusteigen. Und das ist sehr cool. Die Elefanten haben auch ihre Herde, wo, soweit ich das gesehen habe, nur Elefantendamen wohnen oder leben in dieser Herde, außer die jungen Bullen, die dann natürlich bei ihrer Mutter bleiben und eben in diesem Fall auch die große Mutter haben. Und zum Beispiel die Geier sind auch so die Luftpolizei, sie sehen alles, sie gehen dann zu jedem Tier hin und essen das leer natürlich und bringen dann die Knochen auf die Friedhöfe, beziehungsweise die ermordeten Tiere bringen sie dann zur großen Mutter. Und das alles ist irgendwie ganz anders, als ja, ich zuvor gelesen habe. Also sowas habe ich noch nie gelesen, so würde ich sagen. Auch werden was. Es gibt natürlich so kleine, es ist ja klar, Fleischfresser und Pflanzenfresser wohnen nicht zusammen. Die werden, die Pflanzenfresser werden von den Fleischfressern gejagt, getötet. Das wird auch beschrieben, auch gesagt. Aber es wird eben nur das getötet, was man braucht, das getötet, was man essen kann. Und alles andere zählt dann als Mord, beziehungsweise wenn es ein Mord ist, ist es auch ein Mord. Und ansonsten ist es wirklich ein Kreislauf des Lebens. Und dass auch dann die Tiere eben, also die getöteten Tiere eben einfach offen liegen bleiben, damit die dann wiederum von den Aasfressern gefressen werden können. Und dann, falls was passiert, eben
zur großen Mutter gebracht werden können. Auch diese, ich sag jetzt mal, Religion oder dieser Glauben an den großen Geist bzw. die große Mutter, das finde ich sehr spannend, sehr interessant. Und dass auch dann die große Mutter oder der große Vater diese Fähigkeiten haben und auch die Streits und so schlichten müssen, das ist alles ziemlich cool. Also die Story kriegt von mir ganz eindeutig einen Punkt, wenn nicht sogar zwei, aber das zwei Punkte gibt es nicht, sonst mache ich mir da mein Punktesystem kaputt, das wollte ich sagen. Fehler bzw. Übersetzungsfehler. Ich habe keine Rechtschreibfehler gesehen, wenn dann nur ein, zwei kleine. Im Gegensatz zu manch anderen Büchern, die ich vom Belz Verlag gelesen habe. Was ich immer noch sehr, sehr schade finde, dass da so wenig auf die Rechtschreibung geachtet wird oder vielleicht nicht genügend Lektoren da sind, ich weiß es nicht. Von den Übersetzungen her finde ich sehr gut, sehr, sehr gut. Heldenmut heißt zwar im Englischen, also im Original, fearless, aber angstlos oder keine Angst habend. Also Heldenmut passt sehr gut. Auch die anderen Namen, die übersetzt wurden, sind sehr gut übersetzt. Man erkennt eben, wer sein soll. Und ja, auch ein Punkt. Dann haben wir noch die Kosten. Die Kosten sind bei 14,95 €, ich glaube ganz normal mittlerweile für so ein durchschnittlich dickes Buch. Es hält sich also in Grenzen, ist auch ein Punkt. Damit sind wir dann bei 4 von 5 Punkten, wobei eben das Cover wirklich alles beziehungsweise die Bewertung runterzieht. Aber wie gesagt, das ist nur meine eigene Meinung. Ich finde das Cover eben total hässlich im Gegensatz zum Englischen. Und wie gesagt, ich hätte es mir, glaube ich, nicht gekauft, wenn ich Erin Hunter nicht kennen würde. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon. Und bis zum nächsten Mal dann, eure Anna.